diese Patienten bemerken typischerweise plötzlich eine Vorwölbung, entweder im Bereich des Nabels oder im Bereich der Leiste oder sogar auch beider Leisten. Und es können auch Schmerzen auftreten. Schmerzen zum Beispiel beim Anheben schwerer Lasten oder beim Husten, bei der Bauchpresse. Leistenbrüche und Nabelbrüche können dann gefährlich sein, wenn sie eine Einklemmung erleiden. Das heißt, wenn sich ein Stück des Dünndarmes oder Dickdarmes oder der Blase einklemmt und nicht mehr durchblutet wird. Das ist ein wirklich lebensgefährlicher Zustand. Ansonsten sind die Symptome, sage ich mal, führend in der Entscheidung über eine Therapie. Man muss einen Leistenbruch nicht operieren, aber man sollte ihn operieren, weil er nicht wieder abheilt, ebenso wie ein Nabelbruch. Ja, wenn Sie Schmerzen machen und symptomatisch sind, werden Sie operativ behandelt. Hierbei wird dann ein Kunststoffnetz zur Verstärkung in die Bauchwand eingesetzt. Und dieses kann entweder in einer offenen Operation oder laparoskopisch in minimalinvasiver Technik erfolgen.